Wir starten wieder mit einer kleinen Eilmeldung, die es diesmal ziemlich in sich hat, denn letztlich oder mittlerweile fallen auch die letzten Hüllen oder die letzten Maulkörbe, könnte man jetzt kleines Wortspiel draus machen. Beschert hat uns die der Business Insider. Wir wissen ja, der Business Insider ist teilweise echt richtig gut. Und in dem Artikel hätte mir nur noch eine Sache gefehlt, nämlich vielleicht mal eine kleine Erwähnung, dass es offensichtlich eben jener absurdistanischen Gier, ihr wisst, was damit gemeint ist, nicht allzu sehr um Gesundheit zu gehen scheint. Denn das hat deren lobbypolitischer, Verzeihung, gesundheitspolitischer Sprecher Janosch Dahmen eindrücklich bewiesen. Und zwar geht es da um eine Aussage beim, ich glaube, ARD, bei so einem ARD-Magazin. Ist ja auch wurscht, bei welchem das war, liest es im Business Insider nach, denn ehrlich gesagt finde ich zumindest, dass die einen Klick deutlich mehr verdient haben als die Tagesschau. So, worum handelt es sich? Der Herr Dahmen von den Grünen möchte im Zweifel, im Notfall die Bundeswehr einsetzen. Jetzt nicht etwa an irgendeiner europäischen Außengrenze, wenn da mal wieder die polnische Grenze gestürmt wird, nö, how dare you, sondern im Inland, um durchzusetzen, dass die ganzen bösen, abtrünnigen Pflegekräfte, Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, im Gesundheitswesen, dass die auch alle brav die heilige Kuh, den rosa Elefanten zu Hause haben. Also die Durchführung der Order 66 beauftragen. Beaufsichtigen, nicht beauftragen, beauftragt hat es ja die Gier schon. Die Grünen, deren offizieller gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion, will also im Zweifel eben jenen Zwang durch die Bundeswehr durchführen, durchsetzen lassen. Wie ist das zustande gekommen? Könnte man jetzt hier mal erstmal ein bisschen hinterfragen. Ja, geht's noch, Janosch? Also vielleicht ein bisschen zu viel am Flattpfötchen gerochen oder so. Ich hoffe, dass du da jetzt nicht bei dem zugegen warst, auf deren Sitzung, Flatti, aber das wäre eine mögliche Erklärung, dass er zu sehr an der Katerpfote geschnüffelt hat. Ich weiß nicht, was er sonst noch für Substanzen konsumieren. Die wollen ja alles Mögliche freigeben. Vielleicht kommt auch, führt auch das zu entsprechenden, ich weiß nicht, kann man das Wahnvorstellungen nennen? Ich tue mich schwer damit, das irgendwie lustig darzustellen, weil es ist halt nicht lustig, die hat offensichtlich, naja. Gut, müssen wir jetzt nicht drüber reden. So, es geht konkret um den Fall, dass die Gesundheitsämter angemeldet haben, ja, die sind damit heillos überfordert. Was sollen sie denn machen? Die kriegen da von der Politik, von der absurdistanischen Gier, eine Marschrichtung vorgegeben. Da wird blinder Kadavergehorsam gefordert und die haben gefälligst zu buckeln. Und die haben relativ schnell aus diversen Landkreisen Bedenken angemeldet. Denn es ist jetzt schon absehbar, dass zehntausende Pflegekräfte eben keinen rosa Elefanten adoptieren werden. Auch nicht ab dem 16. März. Würde dann bedeuten, dass diese zehntausenden Pflegekräfte momentan nicht zur Verfügung stehen dürften. Es gibt zwar noch ein kleines Schlupfloch, denn aktuell ist es wohl nur so, dass eben jene Einrichtungen erstmal nur melden müssen, wer rosa Elefant hat und wer nicht. Ja, melden und Absurdistan, auch schwieriges Thema. Aber in letzter Konsequenz soll es ja dann dazu führen, dass die Pflegekräfte gar nicht mehr beschäftigt werden dürfen. Und da haben nun die Gesundheitsämter gesagt, ja Moment, lieber absurdistanische Gier, aber wir können doch nicht entscheiden, mit wie viel Personal ein Krankenhaus, Pflegeheim oder was auch immer zurechtkommen muss. Es ist doch nicht unsere Kompetenz zu sagen, so, jetzt habt ihr halt 50 Leute weniger, dann müsst ihr jetzt damit klarkommen. Das ist uns doch wurscht, macht mal. Die Gesundheitsämter haben überhaupt keinen Einblick, wie das in den einzelnen Einrichtungen ausschaut. Das ist dem Dahmen aber scheißegal. Der stellt sich noch, geht noch einen Schritt weiter, stellt sich kackendreist hin und teilt mit, ja, wenn das Personal ohne rosa Elefanten dann eben nicht zur Verfügung steht, dann können die Betten eben nicht betrieben werden. Ach, da sagte Janosch ganz explizit, ja, wenn das Personal dann halt nicht arbeiten darf durch unsere Ideologie, ja, dann können wir die Betten halt nicht betreiben. Dann fallen die halt weg, das passt schon. Ich dachte, wir haben eine tödliche Pandemie. Ich dachte, es geht darum, das Gesundheitssystem zu stärken. Ich dachte, man braucht jedes freie Bett. Es werden horrende Summen an Steuergeldern verprasst dafür, dass Betten freigehalten werden, dass Betten neu geschaffen werden. So, wie passt das jetzt damit zusammen, dass man sich dann hinstellt von Grün-Links-Seite? Wir reden hier von einer Regierungspartei, nicht von irgendeinem kleinen Hinterbänkler, was weiß ich, so ein 4,2%-Ding, was nicht mal ins Parlament eingezogen ist. Nicht irgendwas, was völlig irrelevant in anderen Sphären schwebt. Ja, die Grünen schweben auch in anderen Sphären und für mich persönlich sind sie völlig, völlig irrelevant, aber die haben ja nun leider gerade eine gewisse politische Macht und das ist ein Riesenproblem an der Stelle. So, die stellen sich jetzt hin und teilen mit, ja, wenn die Leute eben nicht beschäftigt werden dürfen durch unser Gesetz, ja, müssen die Betten, die sie betreut haben, eben abgeschafft werden. Ach, das passt ja wundervoll zum Narrativ, dass es um Gesundheit ginge. Ja, jetzt sind die Hüllen endgültig gefallen. Worum geht's denn nun hier? Auf der einen Seite natürlich um das da, weil da die Pharmalobbyisten aufmarschiert sind, ist ja klar, wer 660 Millionen rosa Elefanten bestellt, der erträgt's dann natürlich nicht, wenn die alle irgendwo im Lager verrotten, denn bezahlt ist die Scheiße ja schon, muss ja abgenommen werden, ist ja wirklich so, die haben Verträge vereinbart, dass sie dazu verpflichtet werden, die bestellte Liefermenge auch dann entsprechend abzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, was man mit 660 Millionen rosa Elefanten will in einem Land mit 83 Millionen Einwohnern.
Hat man vielleicht von Anfang an gelogen? Fragezeichen. Wenn jeder doch nur einen Elefanten mitnehmen sollte und dann einen zweiten und einen dritten, jetzt ist offiziell der vierte Elefant empfohlen. Wenn man das runterrechnet, sind es pro Person 7,9 Elefanten. Liebe Mitläufer, stellt euch darauf ein, dass eure Abokarte noch ein paar Mal abgestempelt wird. Aber zurück zu dem Herrn Damen. In der tödlichsten Pandemie der Menschheitsgeschichte, wo es nur um Gesundheit geht, ist es offensichtlich von Regierungsseite aus völlig wurscht, ob Kapazitäten abgebaut werden in Kliniken. Denn viel wichtiger ist auch der Kadavergehorsam, das Bückebergertum, die Obrigkeitshörigkeit. Man erträgt es offenbar nicht, wenn das, was man sich da in seinem Wahn, in irgendeinem Rausch, wie auch immer, was man sich da ausgedacht hat, gut, da muss man jetzt sagen, da waren noch die Vorgänger dran beteiligt, man erträgt es offenbar nicht, sich eingestehen zu müssen, ja, war vielleicht eine doofe Idee. Großbritannien hatte die Größe, den Irrsinn zurückzunehmen. Großbritannien hat gesehen, okay, Pi mal Daumen, knappe 70.000 Jobs auf der Kippe. Können wir uns das leisten im Gesundheitssystem? Nee, können wir nicht. Also haben sie es zurückgenommen, eben jenen Zwang. In Absurdistan, Zwang über alles. Auch über Gesundheit, auch über das Gesundheitswesen. Da stellt man sich dann kurz hin und sagt, so, liebe Klinik, ihr habt jetzt 10% weniger Personal, habt ihr Pech gehabt, kommt damit klar, baut halt die Betten ab. Und jetzt wird es richtig pervers, denn eben jene fehlenden Betten, die jetzt abgebaut werden müssen, weil das Personal dazu dann demnächst nicht mehr zur Verfügung steht, die werden dann als Rechtfertigung rangezogen für weitere Drangsalierungen und Grundrechtsbeschnitte. Was heißt Beschnitte? Es gibt ja kaum noch Grundrechte. Grundrechtsabschaffungen. Schön, oder? Man stellt sich also hin, verbietet den Leuten das Mitarbeiten, wenn sie sich brav den rechten Arm heben. Argumentiert, ja, kann ja nicht sein, dass Ausnahmen die Regeln sein, es muss ja das Gesetz über alles stehen. Und als nächstes kommt dann die Argumentationskette, die wir ja alle schon kennen, ja das Gesundheitssystem Druck zu überlassen. Deswegen können wir nichts lockern und deswegen müssen wir das noch machen und deswegen müsst ihr alle gefälligst, ihr wisst schon was, ihr kennt die Leier auswendig, es sind immer die gleichen Phrasen, die gedroschen werden. Das muss ich euch gar nicht mehr sagen, als habt ihr alle noch im Kopf. Schön, nicht wahr? Die Figuren, die erzählen, es ginge um eure Gesundheit, ja, als ob die sich jemals für die Gesundheit anderer Leute interessieren würden. Also ganz ehrlich, solange sie euch noch Geld abknöpfen können, ist es denen scheißegal, ob ihr abnippelt oder nicht. Also selbst wenn ihr abgenippelt seid, wollen sie ja noch an euer Erbe ran. Also solange das Geld noch fließt, interessiert die sich nein für euer Befinden. Jetzt plötzlich geht es angeblich um Gesundheit. Es ist aber dann im gleichen Atemzug scheißegal, ob Betten abgebaut werden müssen, ob Mitarbeiter, die ohnehin schon sehr rar gesät sind, ob die rausgekickt werden müssen. Es geht nur noch darum, den politischen Wahn durchzudrücken. Ohne Rücksicht auf Verluste, koste es, was es wolle. Das ist alles so alternativlos. Das ist so dermaßen alternativlos, dass es das in Schweden nie gegeben hat, dass Großbritannien davon abgewichen ist, dass es in Amerika über weite Bundesstaaten hinweg unter Strafe steht, von jemandem zu verlangen, einen rosa Elefanten zu adoptieren. Teilweise steht sogar unter Strafe, wenn Arbeitgeber abfragen oder nur die Frage, ob jemand einen rosa Elefanten hat. Das ist in vielen amerikanischen Bundesstaaten nicht zulässig. So alternativlos ist das. Das seht ihr mal. Absurdistan hat offensichtlich schwebt in anderen Sphären, im wahrsten Sinne des Wortes. Abgesehen von Absurdistan ist Österreich das einzige sogenannte westliche Land, was mit so einem Irrsinn um die Ecke kommt. Und selbst da gibt es mittlerweile immer größere Kritik dran. Denn das ist kaum haltbar. Kaum wissenschaftlich haltbar. Haben jetzt selbst die Abkurzistaner erkannt und raten den Absurdistanern davon ab. Haben wir ja vor kurzem erst ein Interview besprochen. Ich glaube, das war in der Weltzeitung. In Absurdistan allerdings, scheiß drauf. Vorwärtsmarsch im Gleichschritt runter in den Abhang ist ein bisschen schwierig. Ja, ihr seht, es geht wirklich nur um Gesundheit. Ein ohnehin schon gebeuteltes Gesundheitswesen seit mindestens 20 Jahren, Personalmangel an allen Ecken und Enden, weil katastrophale Arbeitsbedingungen, dem sollen nun auch noch vorsätzlich qualifizierte Fachkräfte entzogen werden, weil sie eben nicht das machen, was die Grünen gerne hätten. Wenn als nächstes entschieden wird, die müssen mit einem bunten Partyhut zur Arbeit kommen, dann werden sie rausgekickt, weil sie keinen bunten Partyhut aufsetzen. Das kann ich mir bei den Grünen gut vorstellen. Die werden wegrationalisiert und anschließend wird wieder geschrien, Mimimi, unser Gesundheitssystem, wir brauchen mehr Leute. Ja, dann schmeißt du nicht raus, ihr Vollpfosten, aber okay. Man erkennt also eindrücklich, ja, es geht nur um Gesundheit.